sagt so, ich will kochen. Das ist die Chrissy, ich bin der Christoph und wir machen heute Eierlikör. Passend, ist ja bald Ostern. Wir waren halt früh noch im Hühnerstall, haben die Hühner noch verbrüllt, damit die ordentlich Eier legen. Ja. Wie viel sind das, Christoph? Wir haben hier 30 Eier. Wir machen für die ganze Familie, für die ganze Truppe, machen wir heute mal Eierlikör. Du kannst mit den Eiern anfangen. Wir haben 30 Stück, brauchen nur das Eigelb. Ja, ja, passt bitte auf. Ja, Eier trennen, genau, das kannst du ja meistens. So, dann brauchen wir Vanilleschoten. Ich habe hier 5 Stück. Wir brauchen 1 Kilo Puderzucker, 1 Liter Sahne, einen halben Liter Rum und 0,4 Liter 90% Alkohol. Den habe ich mir in der Apotheke vor 2 Tagen bestellt. Ist ganz unproblematisch, brauchen wir aber. So, die Chrissy trennt die Eier. Ich schneide schon mal die Vanilleschoten auf, dass wir an das Mark rankommen. So. So, dann gehe ich mit dem Messerrücken einmal über die Schnittstelle, habe das Vanillemark rausgekratzt, gebe das zusammen mit der Vanilleschote in den Topf. So, die 5 Stück haben wir drin. Dann geben wir gerade den Puderzucker dazu, wie ihr sagt, 1 Kilo. Hüftjord. Ja, hier hat die Chrissy wieder super aufgeschnitten. Das warst du selber. Ach, hör doch auf. Natürlich. 1 Kilo Puderzucker. 1 Kilo Puderzucker brauchen wir. Ja, wir machen ja... Für die ganze Familie. Das für die ganze Familie, so sieht's aus. Machen wir mal gerade hier hinten hin. Das ist ein super Geschenk. Ja, so. Sahne. Brauchen wir auch 1 Liter. Geben wir alles rein hier. So. Einmal umrühren. Ja. Cleverer wäre natürlich gewesen, die Vanilleschoten zum Schluss drin zu machen. Ja. Auch du lernst dazu, Christoph. Das macht nichts. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. So, alles einmal verrührt, geben wir direkt hier drauf. Lassen es einmal aufkochen, dann nehmen wir es beiseite, Vanilleschoten raus und dann geht's weiter. Ich helfe dir hier mal schnell. Ja, ich helfe dir lieber mal, sonst wird das heute nichts mehr. Jetzt gibst du langsam die heiße Sahne hier rein. Erst tröpfchenweise und dann ganz schnell. Halt an, halt. Jetzt schwenkst du einmal rum, damit wir die restlichen Vanillestückchen, Punkte noch mit reinbekommen. Und jetzt alle mit einmal rein, sonst setze ich wieder ab. Jawohl. So ist super. Das Ganze stellen wir jetzt nochmal auf und lassen das einmal ganz kurz aufkochen. Müssen wir aber aufpassen, wenn es zu lange kocht, dann... wird es eifest. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur, genau, wir wollen nur eine Bindung erzielen. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Gut, Mausi. Ja, das kann er. Rumspritzen. So, die Masse ist heiß genug. Nehme ich jetzt runter. Und jetzt geben wir sie einmal durchs Sieb. Schön festhalten, das Sieb, jawohl. Nimm mal die Yummi-Fotze und rühr mal immer rum, ne? Ja. Haben wir hier schöne Gläser. Es sind Flaschen, keine Gläser, macht aber ja, nichts. Ja, Entschuldigung. Genau, stopp, stopp. Na, ein bisschen voller machen wir es. Also ich finde es schöner, wenn nur die Kugel bedeckt ist. So, kann ja jeder machen, wie er lustig ist. So, und dann probieren wir mal, was wir hier gemacht haben. Mhm.
So, ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen oder wie auch immer. Lasst es euch schmecken, macht's gut. Frohe Ostern, bis zum nächsten Mal. Ciao. Zum Wohl. Prost. Prost.